Wir alle kennen integrative Projekte und Ansätze zur Eingliederung von Menschen. Menschen, die es in unserer Gesellschaft ein wenig schwerer haben als andere. Wir stellen euch heute ein Projekt vor, das vor allem kreativen Menschen mit Behinderung eine tolle Möglichkeit bietet, ihre Stärke auszuleben. Die Rede ist vom Netzwerk Bana 16. Unter anderem gibt es hier ein Kollektiv aus Musikern und Bands, in dem in Zusammenarbeit mit sozialpädagogisch ausgebildeten Instrumentalisten und Songwritern beruflich Musik gemacht wird. Und diese wird sogar vom hauseigenen Label vertrieben. Wir waren vor Ort und haben uns diese kreative Stätte mal von nahem angesehen und herausgefunden, dass dort neben der Erschaffung von Musik noch weit mehr Möglichkeiten geboten werden, um sich kreativ auszuleben. Wer bei integrativen Musikprojekten noch immer an Triangeln und Klanghölzer denkt, kennt das Kollektiv Bana 16 noch nicht. Hier treffen Musiker mit einer Behinderung auf professionelle Instrumentalisten und Songwriter. Und das mit einem enorm hohen qualitativen Anspruch. Gegründet hat sich das Kollektiv in der Bahnerstraße in Altona. Musiker, die begabt, jedoch durch eine Behinderung eingeschränkt sind, können sich hier in Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Mitarbeitern und professionellen Musikern kreativ verwirklichen. Die Einrichtung beherbergt eine Vielzahl an Bands verschiedener Genres. Das Kollektiv Bana 16 ist ein Zusammenschluss aus den Mitgliedern dieser Bands und die Musik dementsprechend vielfältig. Von Schlager über Soul bis Punk sind hier alle Richtungen vertreten. Ein Mitglied des ca. 30-köpfigen Kollektivs ist die 22-jährige Keyboarderin und Sängerin Paria. Also Musik war schon immer mein Hobby, aber ich habe jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich bin, wenn man so will, Berufsmusikerin. Manchmal habe ich feste Strukturen. Also es gibt Tage, wo ich Gitarren- und Gesangsunterricht habe. Und manchmal ist das so, da geht gar nicht, da sitzt man nur rum. Oder man trommelt sich Leute zusammen, mit denen man einfach proben kann, jammen kann. Bana 16 bietet jedoch nicht nur musikalisch begabten Menschen Möglichkeiten. Bana 16 ist ein Kollektiv von Künstlern, die hier in den verschiedenen künstlerischen Sparten wie Musik, Film, Video, Tanz, Theater Projekte entwickeln. Menschen mit und ohne Handicaps. Und die Grundgedanke ist halt eben, dass Künstler mit und ohne Handicaps halt sich gegenseitig befruchten und diese Zusammenarbeit zu spannenden Ergebnissen führt. Das Programm der Bana 16 ist vielseitig. Die Abteilung Video produziert nicht nur Musikclips für die Bands der Einrichtung, sondern dreht auch Internetserien und Kurzfilme, die bereits diverse Preise bei Filmfestivals gewinnen konnten. Und auch die Bühnenabteilung konnte mit verschiedenen Theaterstücken und experimentellen Multimedia-Produktionen Erfolge feiern. In einer Tanzgruppe entstehen Choreografien und Performances, die anschließend aufgeführt oder in den Musikvideos gezeigt werden. Darüber hinaus entstehen im Atelier Bilder, die als Cover für die produzierten Alben dienen oder in der hauseigenen Druckerei auf Textilien gedruckt werden. Der Kerngedanke war die Band Station 17, dann gab es ein Casting, da haben wir so einen Kern von Musikern halt entdeckt. Und dann gibt es hier halt Menschen, die sich bewerben, die hier Praktikas machen und dann nach am Ende eines Praktikas, das 2 bis 3 Wochen dauert, entscheidet man sich halt, ob das reicht für eine künstlerische Arbeit oder ob man eben sagt, hey, Musik ist Kunst ist ein tolles Hobby, behalt das Hobby, aber mach was beruflich was anderes. Weil es geht hier natürlich auch um Produktion, die man vermarktet und wo man mit auch Geld verdient. Auch das Kollektiv hat gerade ein Album aufgenommen. Der musikalische Prozess gestaltete sich dabei eher unkonventionell. Kollektiv ist ja keine feste Band quasi, also schon, aber das ist offener. Bei einer typischen Band, das sind, was weiß ich, 3 Leute, Schlagzeug, Bass und Gitarre. Aber bei Kollektiv ist die Gruppe einfach größer und einige machen bei dem Lied mit, die anderen machen bei dem. Wenn jetzt ein Schlagzeuger ausfällt, kann man sagen, okay, dann macht das jemand anders. Das ist eine offenere Atmosphäre, sage ich mal, als wenn das eine typische Band mit 3 Leuten ist. Die Eigenheiten der Arbeit im Kollektiv sind auch für den bekannten Singer-Songwriter Kevin Harman eine neue Erfahrung. Das ist der Unterschied zu
Konzerten zum Beispiel von mir selbst. Also nur als Beispiel jetzt für den Donnerstag, den letzten Musiker, den haben wir wirklich noch um 8:30 aus seiner Wohngruppe abgeholt zu treten. Wir sind mit dem Taxi vorgefahren und sind wirklich reinmarschiert so und haben halt, er wollte halt nicht kommen, er hatte halt keine Lust. Und wir standen dann mit ihm in seinem Zimmer und haben 1000-mal Du mit ihm gesungen, um ihn zu motivieren, haben ihm seine Stiefel angezogen und komm, jetzt gehen wir los. So. Und oder auch, er hat mich dann auch, während wir sich gespielt haben auf der Bühne, hat er mich direkt gefragt, und mein Taxi, wann bestellst du mir das? Obwohl das Kollektiv Barna 16 auch einen wirtschaftlichen Anspruch hat, stehen die Leidenschaft und der Spaß an der Musik im Vordergrund. It's George Michael Style. Ich mache mir keinen Druck und sage, dann und dann will ich berühmt werden oder bestimmte Sachen. Ich lasse es erstmal auf mich zukommen. Ich freue mich, wenn ich viele Auftritte habe und wenn der Sound auf der Bühne gut ist und die Leute mitmachen, dann finde ich das schon sehr gut. Ich weiß, dass ich noch viel üben muss, um so weit zu kommen wie die anderen.